Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Yo, heute geht's mal um Siding Nutrition AR Express. Ja, da haben wir das coole Stück. So sieht das Ganze aus. Sieht hier oben drauf sehr edel aus. Finde ich sehr nice irgendwie. Und jo, geht nochmal um AR aus. Wird es jetzt öfters gehen. Ich habe davon sogar zwei Sorten. Einmal das, was wir heute testen, und zwar Pink Limonade. Und ich habe nochmal, First Day Ice Day, genau, das habe ich noch. Wir haben hier auch wieder eher aus, ähnlich wie bei Sinop, die Tage, was ich schon mal hochgeladen hatte. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern es vom Rhythmus jetzt reingekommen. Und ja, ich würde sagen, wir packen erstmal, mal wie ist denn hier die Empfehleinnahme? Mal kurz schauen, Mix One Serving, 10 Gramm, also ein Dreiviertel Scoop. In 400 ml Wasser, das haben wir natürlich. Haben wir dann hier. So, das machen wir mal. So sieht es dann von innen aus. Scoop haben wir mit dazu. Finde ich sehr gut. Also haben wir hier einen Löffel mit dazu. Ist leider nicht immer der Fall. Und wir haben ein sehr, sehr dickes Trockenpäckchen. Also sehr, 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 sehr groß. Bin da jetzt gleich noch mit rausgeblabbert. Finde ich sehr gut, dass das Zeug nicht irgendwie vertrocknet oder so. Beziehungsweise halt die Feuchtigkeit rauszieht. Es geht ja nicht darum, dass es vertrocknet, sondern dass es zu feucht wird. So. Wir machen jetzt mal trotzdem, ich mache jetzt einen Scoop rein. Also Leute, komm, wegen 2 Gramm vielleicht Unterschied oder sowas. Das habe ich natürlich hier schön gebröselt. Aber, what else, was soll es? Weil das spiegelt sich übelst. Ja, ich sehe das. Also hier wäre jetzt eine Verzehrempfehlung, halt 10 Gramm auf 400 Milliliter Wasser. Wir machen halt jetzt keine Ahnung wie viel. So, sieht schon mal aus, wenn man es gleich direkt shaked und anguckt. Aber fällt sofort auf gleich, dass sich eigentlich so gut wie alles gleich extrem gut löst. Aber wir schütteln das mal noch ein bisschen. Jo, EAAs sind natürlich wieder höherwertige essentielle Aminosäuren. Ich muss mal gucken, wie viele hier drin sind. Zählen wir dann mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier sind sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, hier sind 9 sogar drin. Bei Sinop waren es plus 8, hier sind es 9. Also ich sag immer mal so im Raum zwischen 8 und 14, 15 kann es sein. Also es gibt ganz oft, dass noch woanders auch welche mit drin sind. Also noch mehr, nicht plus. Manche machen plus 8 rein und dafür halt mehr kicken, sag ich mal, auf bestimmte EAAs. Und andere machen halt weniger rein und da hast du halt eine größere Aminosäurepool. Jo, zu EAAs ist eigentlich nicht viel zu sagen. Es sorgt halt dafür, dass ihr halt eure Aminosäuren immer wieder auffrischt und einfach an trainingsfreien Tagen könnt ihr da einmal zwischendrin mal mit einem trinken. Mache ich jetzt zum Beispiel an Trainingstagen, trinke ich während dem Training noch was. Meistens dann mit schnell verkettenden Kohlenhydraten, also Maltodextrose unter anderem. Oder Carbox oder was weiß ich, da gibt es ganz viele mittlerweile, was man da selber mitnehmen kann, einfach nach dem Training. Einfach bis zum Muskelschutz natürlich und so weiter und so fort. Ihr wisst es ja. So, wenn ihr mein Video dazu haben wollt, direkt dann kriegt ihr das natürlich. Ansonsten sorgt es natürlich mit zum Muskelaufbau, zum Muskelschutz und so weiter und so fort. So, was haben wir denn drin? Leucin, Lysin, Valin. Phenylalanin, Isoleucin, Theronin, Methionin, Histin und Tryptophan. Was ist drin? Wisst ihr Bescheid? Die Leute, was ich auskenne, damit die wissen ungefähr dann, was jeweils was ist. Anders wie im BCAAs, da ist glaube ich bloß Valin, Leucin und Isoleucin, glaube ich, drin, soweit ich weiß. Also geringfügig halt da. Ne? Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr kein Geld habt für EAAs und BCAAs kauft, esst dann halt Quark noch mit dazu, sodass ihr auf mehr Proteine kommt. Einfach. So, schaut es euch an, Leute. So sieht's aus. Zack. Löst sich auch perfekt auf. Also, man könnte
Ne, man sieht glaube ich sogar einen Finger hoch und runter. Also löst sich echt richtig gut auf. Geruch. Riecht sehr nach Pinklimonade, ist auch selber für mich zum Favorit, würde ich auch als Limo jetzt trinken. Schmeckt einfach geil. Muss ich sagen, ich bin auch der Meinung, ich glaube Cider Nutrition waren halt damals meine ersten PCRs, glaube ich, gewesen, wo ich 2014, 2015 angefangen hatte. Es ist zuckerfrei, es ist glutenfrei, es ist laktosefrei. Genau. Also wir haben dann 7000 Milligramm EAAs und davon sind dann nochmal 3400 Milligramm nochmal PCRs, dann von der Mische jetzt einfach, ne? Genau. Das schmeckt mega geil. Fetzt, schmeckt. Kann man auf jeden Fall machen. Kann ich bloß empfehlen, das löst sich mega. Das ist das, was ich immer wichtig finde bei solchen Getränken. Dass du das zwischendrin mal mittrinken kannst und nicht immer diesen, weil manchmal hast du dann auch so übelst viele Sachen mit dazu dann. Was bei, ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier auch schwarzer Pfeffer mit drin ist. Ne, hier ist zum Beispiel kein schwarzer Pfeffer mit drin. Was also die Bioverfügbarkeit noch ein wenig mit anregen würde. Ich glaube, bei Sinop war das mit drin, aber da bin ich glaube ich nicht drauf eingegangen, jetzt so direkt. So, Geschmäcker, dass du das noch willst. Wir haben einmal neutral, dann Pfirsich-Eistee, wie gesagt, Kiwi-Limette, Pink-Limonade, tropisch, Wassermelone-Erdbeer. Ich habe mir jetzt Kiwi-Limette nicht bestellt, weil sonst gehe ich immer auf Limette, weil ich ja von Sinop hatte ich ja Limette und davon machen wir dann auch nochmal einen Test. Direkt vom Pfirsich, mal schauen, wie das schmeckt. Und von daher hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, was soll man da sagen, ne? Es löst sich perfekt auf, also mindestens, also fast perfekt. Fast perfekt, weil das man gar nicht sieht, ne? 9,5 auf jeden Fall. Geschmack gibt es auch von mir 9,5. Preis-Leistung, ihr seid bei 400 Gramm, bei 27 Euro, bei 400 Gramm, aber 10 Gramm, könnt ihr euch ja rechnen, wie viele Portionen das sind. Der Monat hat so und so viele Tage. Und wenn ihr jeden Tag einen trinkt, kommt ihr über den Monat hin. 2 Wochen, dann halt bloß, wenn ihr jeden Tag mal was mit reinhaut. Aber eher aus, finde ich, gehört mit dazu, dass ihr da immer abgedeckt seid, einfach für den Muskel. Und von daher, checkt unten den Link ab, könnt ihr euch selber mal angucken bei uns bei House of Protein. Wird ja einmal auf Mimmi Deluxe und einmal auf House of Protein. Beide Kanäle sind verlinkt jeweils, je nachdem, wo ihr es gerade seht. Und von daher, rein mein Lieben, bis bald. Ciao, ciao.